Vier mögliche Standorte standen für den Bau der neuen Schwimmhalle zur Auswahl. Der Messeplatz, das RWN-Gelände an der Lindenstraße, das Areal am alten Lokschuppen und der sogenannte Divi-Parkplatz am Weidenweg. Nach eingehenden Prüfungen und Gutachten hat sich die Stadtvertretung nun nach jahrelanger Diskussion für Letzteres entschieden. Auch Neubrandenburgs Oberbürgermeister Silvio Witt kann der Standortentscheidung etwas Positives abgewinnen. Das wird dem Standort gut tun und es ist ja auch der etablierte alte Schwimmhallenstandort. Wenige hundert Meter entfernt ist ja die alte Schwimmhalle. Also von daher, das spricht dann auch für den Standort Weidenweg und natürlich auch, dass Schulen, die Grundschule Mitte, die Grundschule Süd und auch das Sportgymnasium so dicht an diesem Standort sind. Das alles hat die Stadtvertreter überzeugt zu sagen, das ist der bessere Standort. Dass man sich in dem Punkt der Standortbestimmung nun endlich festlegen konnte, ist ein guter und wichtiger Entwicklungsschritt für die Viertore-Stadt. Viele Bürgerinnen und Bürger wünschen sich schon lange eine neue Schwimmhalle. Und so kann jetzt zumindest konkret an die Planungen des umfangreichen Bauvorhabens rangegangen werden. Das Erste, was wir tun werden in diesem Jahr, ist eine Entwurfsplanung, dass wir, nachdem die Stadtvertretung entschieden hat, soll es eine 50 Meter oder eine 25 Meter Bahnhalle werden. Dann wird ein Entwurf erstellt, dafür brauchen wir dieses Jahr. Nach der Entwurfsplanung gehen dann die Planungen in eine präzisere Phase, das heißt bis zur Genehmigungsplanung. Und auf diesem Weg, das sind so vier Phasen, nennt man das, wird auch die Finanzierung geklärt. Und dafür brauchen wir gut 2 bis 3 Jahre, bis also genau auf dem Papier das Gebäude steht und wir sagen können, wie es finanziert wird. Und erst dann wird gebaut. Bis es soweit ist, wird die alte Schwimmhalle weiter genutzt und instand gehalten. Nach Schätzungen wird der Neubau rund 20 Millionen Euro kosten. Ein Baubeginn wird für das Jahr 2024 angestrebt.